Ich werde Ihnen sagen, wovon ich rede. Drehen Sie sich mal um. Sehen Sie, das Fleisch ist appetitlich, saftig, 10 cm dick. Also, kann mir mal jemand sagen, was an dem Bild nicht stimmt? Haben Sie einen schlechten Tag? Geht es nicht mehr weiter? Macht die Wirtschaftskrise Sie fertig? Haben Sie Angst, spazieren zu gehen? Macht Sie das Leben in den 90er Jahren fertig? Was wollen Sie dagegen tun? Moment mal! Wo wollen Sie hin? Ich gehe nach Hause. Ich will nach Hause. Meine kleine Tochter hat Geburtstag. Kommt mir dabei niemand in die Quere. Wird auch niemand verletzt. Gib mir ein paar Scheine. Gib uns deine Aktentasche. Her damit, her damit, her damit. Auf dem Schlachtfeld des Lebens. Ich wollte mich nur um meine eigenen Sachen kümmern, aber ihr konntet mich nicht zufrieden lassen. Wird es höchste Zeit. Fahr endlich, tu was, oder ich fahre hinten. Dass Bill Foster zurückschlägt. Du hast deine Tasche vergessen. Was hat ein Weißer in Schlips und Kragen im Gebiet der Banden zu suchen? Kann das einer erklären? In Amerika haben wir das Recht der Redefreiheit und das Recht auf eigene Meinung. Gehörst du etwa zu einer Bürgerrechtsbewegung? Nein, gehöre ich nicht. Ich verteidige hier nur meine Rechte. Als Konsument. Hi, ich möchte gern Frühstück. Entschuldigung, ab 11.30 Uhr wird kein Frühstück mehr serviert. Haben Sie schon mal gehört, dass der Kunde König ist und immer Recht hat? Aber Freund, ich habe mich doch entschuldigt. Ach ja? Dann muss ich mich auch gleich entschuldigen. Keine Panik, das war ein Unfall, ein Ausrutscher! Dieser Verrückte mit der Tasche voll Waffen verlässt jetzt Hollywood in westlicher Richtung. Vielleicht ist es Ihnen noch nicht aufgefallen, aber hier sind noch mehr Leute, die telefonieren wollen. Der Mann neigt zur Gewalttat. Ich glaube, die ist außer Betrieb. Ja, da ist was dran. An diesem Punkt kann man nicht mehr umkehren. Wenn ihr ihn verhaftet, seid vorsichtig. Michael Douglas, Robert Duvall in Falling Down. Ich bin hier der Böse?